Als erstes besuchen wir das wohl bekannteste Café Wiens, das Café Zentral. Das ist ein echtes Wiener Traditionscafé mit einem besonders tollen Ambiente. Deshalb ist es wohl auch das meist fotografierte und geinstagrammte Kaffeehaus in Wien. Diese lange Warteschlange vor dem Eingang ist daher keine Seltenheit. Mein Tipp, damit du nicht warten musst, entweder du kommst ganz in der Früh oder du reservierst dir einen Tisch. Das geht telefonisch oder noch schneller auf der Website des Cafés. Ich habe mir als Kaffee eine Melange bestellt. Das ist ein schwarzer Kaffee, meistens ein Espresso mit ein bisschen mehr Wasser und eine Haube aus Milchschaum. Dazu habe ich mir zum Frühstück ein weiches Ei und ein Butterbrot schmecken lassen. Und während meinem Frühstück habe ich die Atmosphäre im Café Zentral genossen. Denn das Zentral ist eines jener Cafés, die Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurden. In dieser Ära wurden Kaffeehäuser besonders prunkvoll ausgestattet und waren der gesellschaftliche Treffpunkt. Hier im Café Zentral gingen beispielsweise Sigmund Freud, der russische Revolutionär Leo Trotzki und der Literat Peter Altenberg ein und aus. Letzterer war sogar so oft hier, dass er das Zentral als seine Postadresse angab. Und so sitzt er auch heute noch als Statue verewigt in seinem Stammlokal. Um der Wiener Kaffeehauskultur weiter auf den Grund zu gehen, spazieren wir in das nächste Traditionscafé, das Café Museum. Dieses Café liegt im Zentrum Wiens, gleich zwischen der Oper, dem Karlsplatz und der Sezession. Als typisches Wiener Kaffeehaus hat es natürlich eine große Auswahl an unterschiedlichen Kaffeespezialitäten. Und nachdem es ein kleiner Fauxpas ist, in einem Wiener Café einfach eine Tasse Kaffee zu bestellen, werfen wir erst einmal einen Blick in die Karte. Die Basis für viele Wiener Cafés ist ein kleiner Schwarzer. Meistens ist das ein Espresso, manchmal wird er auch Mokka genannt. Wenn dir der zu stark ist, kannst du ihn auch mit mehr Wasser bestellen, dann ist es ein verlängerter. Wenn der Espresso mit Obers, so nennt man hier Kaffeesahne, kommt, ist es je nach Größe ein kleiner oder großer Brauner. Der wohl bekannteste Café in Wien ist die Melange. Das ist ein verlängerter Schwarzer mit einer Haube aus Milchschaum. Falls dir das jetzt zu schnell gegangen ist, ich habe dir eine Übersicht der wichtigsten Kaffeespezialitäten auf meiner Website www.gretewalz.com zusammengestellt. Dort findest du auch eine Karte mit allen Cafés, die wir in diesem Video besuchen. Und noch ein Hinweis, ich habe eine ganze Playlist zum Thema Essen in Wien. Da verspeisen wir verschiedene Wiener Spezialitäten und besuchen auch typische Wiener Lokale. Ich verlinke dir die Playlist gleich hier. Zu unserem Kaffee haben wir uns auch noch einen Apfelstrudel und einen Rehrücken schmecken lassen. Denn in einem typischen Wiener Kaffeehaus gibt es meistens eine große Auswahl von diesen Mehlspeisen. Weitere typische Elemente, die das Wiener Kaffeehaus ausmachen, sind zum Beispiel das kostenlose Glas Wasser, das zu jedem Kaffee dazukommt, ein umfangreiches Angebot an Zeitungen und Zeitschriften und die typischen Kaffeehausmöbel mit gepolsterten Bänken, Marmortischen und Tonerzesseln. Übrigens, die Wiener Kaffeehäuser sind seit 2011 sogar UNESCO-Weltkulturerbe. So gesehen fällt der gemütliche Aufenthalt im Kaffeehaus eigentlich unter Weiterbildung. Während wir uns auf den Weg zu einem modernen Wiener Café mit Bohnen aus eigener Rösterei machen, tauchen wir in die Geschichte des Cafés in Wien ein. Die bekannteste Legende dreht sich um die Belagerung Wiens durch die Osmanen 1683. Nach der Belagerung blieben angeblich Säcke mit Kaffeebohnen im Lager zurück, mit denen das erste Kaffeehaus Wiens eröffnet wurde. In Wirklichkeit kam der Kaffee jedoch auf einem weniger dramatischen Weg nach Wien. Das erste Kaffeehaus Wiens wurde in den 1680ern von Johannes Theodat gegründet. Der Armenier war Händler, Kurier und vermutlich Spion im Auftrag von Kaiser Leopold I. Für seine treuen Dienste verlieh ihm Kaiser Leopold I. das Privileg, als einziger Händler Wiens für 20 Jahre lang Kaffee als Getränk auszuschenken. Ausgestattet mit diesem Privileg eröffnete Johannes Theodat das erste Kaffeehaus Wiens in seiner Wohnung in der Roten Turmstraße. Seine Blütezeit hatte das Kaffeehaus um 1900. Es war der Treffpunkt für Künstler, Literaten und Intellektuelle. In dieser Zeit entstanden auch das Café Zentral und das Café Museum, die wir in diesem Video bereits besucht haben. Und es war auch die Epoche der Kaffeehausliteraten. Das waren Schriftsteller wie Hugo von Hofmannsthal, Franz Werfel, Arthur Schnitzler oder der bereits erwähnte Peter Altenberg, die das Kaffeehaus kurzerhand zu ihrer Werkstatt machten. Denn Konsumzwang gab es keinen und so konnte man vortrefflich viele Stunden bei einer Tasse Kaffee schreiben, philosophieren oder sich für Sozialstudien inspirieren lassen. Außerdem konnte man auch in ausländischen Zeitungen schmökern. Das war besonders interessant, weil diese Zeitungen sonst nur sehr schwer zu bekommen waren.
So lagen zum Beispiel im Café Zentral 250 Zeitungen in 22 Sprachen auf. Doch dann kam mit dem Ersten Weltkrieg die große Zäsur. Man versuchte zwar nach dem Krieg an die alten Zeiten wieder anzuschließen, doch die Weltwirtschaftskrise beutelte Wien und der Faschismus warf seine Schatten voraus. Und es sollte noch schlimmer kommen. In der Nazizeit wurde die Kaffeehauskultur als jüdisch diskreditiert. Kaffeehäuser in jüdischem Besitz wurden geschlossen oder arisiert. Um den Nazis zu entkommen, flohen viele Juden aus Wien. Das bedeutete, dass von der intellektuellen Elite, die die Kaffeehäuser geistig belebt hatte, nicht mehr viel übrig blieb. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs begannen sich dann italienische Espresso-Bars zu etablieren und das große Kaffeehaussterben begann. Erst ab den 80ern wurde das klassische Wiener Kaffeehaus wiederentdeckt. Viele der altehrwürdigen Lokale, wie zum Beispiel das Café Landmann oder das Café Brückel, wurden unter Denkmalschutz gestellt. In vielen Lokalen folgten Renovierungen und heute erfreuen sich die Traditionscafés großer Beliebtheit. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich übrigens, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön! Nach der Geschichte des Cafés in Wien besuchen wir jetzt ein Kaffeehaus der neuen Generation. Denn nicht alle Kaffeehäuser in Wien sind altehrwürdig oder ein bisschen retro. Es gibt auch ganz moderne Lokale. Und ein solches ist Jonas Reindl in der Währinger Straße. Hier wird das perfekte Kaffeeerlebnis nicht dem Zufall überlassen. Vom Anbau über die Röstung bis hin zu den ausgebildeten Baristas, die den Kaffee zubereiten. Bei jedem Schritt wird die Qualität genau kontrolliert. Auf der Karte stehen internationale Kaffees wie Cappuccino, Kaffee Latte oder Cold Brew. Den habe ich mir schmecken lassen. Puh, das waren jetzt ganz schön viele Kaffeehäuser. Aber in einem waren wir noch nicht, nämlich meinem Lieblingscafé, dem Café Rüdigerhof. Was dieses Café für mich so besonders macht, erfährst du in diesem Video. Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Danke und bis bald!